Herr Stadtverordnetenvorsteher, werte Kolleginnen und Kollegen, der Themenkomplex einer möglichen S-Bahn-Strecke Regionaltangente Ost wurde in den Fachausschüssen bereits ausführlich erörtert. Dies ist zunächst der Initiative meiner Fraktion zu verdanken, da wir die Vorlagen auch zur Beratung in den Ausschüssen Klima- und Umweltschutz sowie Plan, Wohnen und Städtebau angemeldet hatten. Und natürlich auch den Vertretern der Bürgerinitiative BIBE, die in allen drei Ausschüssen die Bürgerfragestunde nutzten und deren berechtigte Einwände sowie Fragen in sachlicher und qualifizierter Weise vortrugen. Auch heute war es die BFF-BIG-Fraktion, die dieses wichtige Thema zur Debatte hier im Plenum angemeldet hat, von den anderen Fraktionen völlige Fehlanzeige. Sie hätten es wohl gerne im Schatten der Haushaltsdebatte auf der TO2 einfach durchgewunken, das aber lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass bereits das Wie des Bekanntwerdens der Planungen zur Regionaltangente Ost ein Kommunikationsdesaster erster Güte darstellte. Die betroffenen Ortsbeiräte und auch wir Stadtverordnete mussten aus der Zeitung von einer sogenannten Vorzugsvariante erfahren. Der Geschäftsführer des RMV, Knut Ringard, jubilierte bei der Pressekonferenz vom 18. März, ich zitiere, die Projektidee wird nun zu einem Projekt. Dabei hatte er jedoch die Rechnung ohne die betroffene Bergen-Enkheimer Bevölkerung gemacht. Denn im wahrsten Sinne des Wortes, über deren Köpfe hinweg, will man eine 22 Meter hohe Brücke über das gerade erst für 15 Millionen Euro sanierte Riedbad, die Sportanlage Riedparkstadion, durch das Kleingartengelände Möllerswäldchen sowie den Enkheimer und Fechenheimer Wald spannen. Und als ob das im Stile des Betonbrutalismus der 50er und 60er Jahre noch nicht genug wäre, soll auch ein knapp 2 Kilometer langer Tunnel durch den Berger Hang getrieben werden, wo man ein Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet höchster Güte unwiederbringlich zerstören würde. Von den verheerenden Auswirkungen auf das angrenzende Enkheimer Ried ganz zu schweigen. Kein Wunder, dass die betroffenen Bürger zunächst an einen Aprilscherz glaubten. Aber als der Bericht, als der Magistrat in seinem Bericht B128 vom 8. April 24 dann auch noch kundtat, dass er exakt diese Trassenvariante zur weiteren Untersuchung empfiehlt, herrschte in Bergen-Enkheim Alarmstufe Rot. Dass dieser Bericht jetzt weder von der Regierungskoalition noch von der CDU zurückgewiesen wird, ist ein Skandal, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn zum einen ist er inhaltlich falsch, da dort die Rede von einem Ergebnis der Untersuchungen ist. Tatsächlich aber handelt es sich lediglich um ein Zwischenergebnis. Dass zum anderen die Trassenvariante 1 für weitere Untersuchungen empfohlen wird, muss kategorisch abgelehnt werden. Denn mit dieser Trassenführung will man offenbar die höchstmögliche Fahrgastzahl zum Preis einer rücksichtslosen Umweltzerstörung erzielen. Dass dieser Bericht so überhaupt durch den Magistrat gehen konnte, er ist ja ein Kollegialorgan, wirft kein gutes Licht auf die Zusammenarbeit zwischen den Dezernenten der Grünen. Hier hätte der Mobilitätsdezernent seine Parteikollegin und Umweltdezernentin entsprechend informieren müssen und letztere hätte ein Veto einlegen müssen. Zudem wird mit den Darstellungen der Trassenvarianten 2 bis 5 der Eindruck erweckt, diese seien ebenfalls untersucht worden und die Variante 1 sei die am besten geeignete von insgesamt 5 Varianten. In Wirklichkeit hat sich nach Herausgabe der Arbeitsunterlagen zur Machbarkeitsstudie herausgestellt, dass keine der anderen 4 Varianten überhaupt ernsthaft untersucht wurden. Das ist eine völlig unseriöse Herangehensweise. Der nächste Skandal im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie ist die Tatsache, dass eine Herausgabe der Arbeitsunterlagen zur Studie sowohl gewählten Mandatsträgern als auch der Presse auf deren Anfragen hin von Seiten des RMV mehrfach verweigert wurde. Der Bürgerinitiative Bergen-Enkheim hingegen wurden diese auf deren Verlangen hin und Verweis auf § 80 HDSIG Ende Mai 24 dann endlich herausgegeben. Wir als BFF-BIG-Fraktion lehnen mit unserem Antrag NR 933 den Irrsinn einer Trassenvariante 1, wie sie von RMV und Magistrat für weitere Untersuchungen empfohlen wird, kategorisch ab. Ebenso weiterführende Studien und Gutachten dazu alleine schon aus Kostengründen. Denn es braucht nur etwas gesunden Menschenverstand und ein Mindestmaß an Vernunft, um zu erkennen, dass eine Trasse mit einem Tunnel durch den Berger Hang
einer 22 Meter hohen Brücke über das Riedbad durch die Kleingartenanlage Möllerswäldchen und den Enkheimer Wald abzulehnen ist, das ist ein No-Brainer, um die Vorsitzende der BIBE zu zitieren. Die Auswirkungen auf den Naturschutz, Landschaftsschutz und Naherholungsgebiete wären fatal und durch nichts zu rechtfertigen. Einmal abgesehen von der Zerstörung des Landschafts- und Stadtbildes sowie des Lärmeintrags in den Stadtteil hinein durch S-Bahn-Verkehr im 10-Minuten-Takt. Und wie bereits die Vorstellung im Ortsbeirat 16 vom 23. April deutlich gemacht hat, ist aufgrund zahlreicher Zwangspunkte, insbesondere der Wohnbebauung im Westen und dem Naturschutzgebiet Enkheimer Ried im Osten, im Falle der Realisierung kaum ein anderer als der bereits skizzierte Verlauf der Trassenvariante eins darstellbar, mit all seinen verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt. Unsere Fraktion ist damit neben dem Ortsbeirat 11 mit seiner OA 463 die einzige politische Kraft, die eine eigene Vorlage in das Stadtparlament eingebracht hat, in der die Variante 1 ebenso konsequent abgelehnt wird wie deren Weiterverfolgung. Alle anderen zur RTO eingebrachten Anträge und Initiativen mangelt es an dieser klaren Ablehnung sowohl von Seiten der Koalition, aber auch von der CDU und unverständlicherweise auch des Ortsbeirats 16. Dort haben sich die Fraktionen von WBE, CDU, SPD und FDP zum Bettvorleger der Grünen gemacht und deren wachsweichen Antrag zur RTO mitgetragen, anstatt wie der Ortsbeirat 11 die Variante 1 kategorisch abzulehnen. Wir als BFF-BIG-Fraktion im Römer und als BFF in den Ortsbeiraten 11 und 16 werden auch weiterhin alles in unserer Kraft Stehende tun, damit die Trassenvariante 1 in der uns vorgestellten Form so schnell wie möglich dort landet, wo sie hingehört, auf der Müllhalde der Geschichte. Vielmehr fordern wir, dass die Machbarkeitsstudie ordentlich zu Ende geführt wird und auch die Varianten 2 bis 5 adäquat untersucht werden. Denn was nützt ein Nutzen-Kosten-Faktor von 1,6 bei einer Variante, wenn diese Kennziffer für die anderen möglichen Trassenführungen überhaupt nicht vorliegen? Erst nach Veröffentlichung der finalisierten Studie und der Durchführung einer angemessenen Bürgerbeteiligung sollen dann durch die betroffenen Ortsbeiräte und die Stadtverordnetenversammlung weitere Schritte verabschiedet und eingeleitet werden. Dass die Regierungskoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt sich dieser logischen und sachlich richtigen Vorgehensweise verschließt, ist nicht nachvollziehbar und stößt auch bei den Menschen vor Ort in Bergen-Enkheim auf völliges Unverständnis. Nehmen Sie endlich deren berechtigte Anliegen und Einwände ernst und handeln Sie entsprechend. Die Trassenvariante 1 gehört aussortiert, und zwar jetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.